Judith. Ja, hallöchen, ich bin die Walli und heute erstmal recht herzlichen Dank für das Anschreiben. Ja. Wir danken uns hier auf jeden Fall, dass ihr auch Interesse für uns ein bisschen habt. Ne? Ja, und ihr habt uns gefragt, was ist eigentlich aus eurem Laden geworden nach der Katastrophe? Gut, da haben wir uns dann entschieden, da machen wir mal, indem wir auf jeden ganz kleinen Rundblick machen und zeigen euch mal, was was hier aus dem Laden geworden ist. Oder beziehungsweise die Einrichtung hier ist und das ist, wie schön und möglich das hier geworden ist. So. Hey, hier ist Cassie und wir sehen uns jetzt mal zusammen den Laden an. Und jetzt zeigen wir euch das schöne Schaufenster. Eine Marilyn Monroe-Uhr. Ja. Auch schön. So, jetzt zeige ich euch das Edelrohr vom Laden. So, und hier können wir uns, wenn ihr mal kommt, gemütlich hinsetzen, oder? Mhm. Und einfach mal ein bisschen quatschen. Da stehen ja schon deine leckeren Getränke. Cola. Cola-Fan. Euer Regal hast du auch neu geholt? Ja, also die grauen Regale sind weg, die damals hier hingen. Ja. Und jetzt haben wir uns ein Schienenfellglas gegangen. Ja. Das sieht auch viel gepflegter aus. Und der Clou von den Laden ist ein Farbtupfer. Ja, das ist ein Farbtupfer. Also meine Kunden danken das schon. Besonders jetzt in der Winterzeit, dass sie keine kalten Füße mehr haben. Genau. Die haben sich hier wirklich überall abgefahren. Ja. Also toll. Und der Schreibtisch darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, der ist diesmal größer ja. als der damalige. Also ich kann mich da jetzt richtig toll bewegen. Genau. Ich kann mich richtig toll falten und die Leute können ihre Sachen drauflegen, ohne dass rechts und links immer alles zusammengedrückt werden. Ja. Ja. Also ein Spiegel. Genau, das heißt, Seitenlettchen, die könnt ihr auch zumachen. Ja, denke ich mal, ne? Weil, wenn jemand Luft haben möchte, der kann sich richtig ausbauen in der Garderobe oder zu zweit. Die meinst du? Stimmt. Und ein Rundständer, der ist ja auch total neu. Ja, der ist jetzt auch erstmal neu. Da sind jetzt erstmal die Hosen drauf, aus dem Platz kommt. Ja. Das kommt ja noch Ware. Und hier kommen wir langsam in deiner schönen... Accessoire-Schmuckecke. Genau. Also Ketten werden noch aufgestockt, hat sich jetzt schon so einiges getan durch die Weihnachtszeit, ist klar. Ja, Käppis haben wir auch noch da, ja. Auch sehr schöne. Und wieder Marilyn Monroe. Ja, ein schönes Marilyn Monroe-Bild. Also das ist hier so Pariser Style, oder? So ein bisschen. Ja, und hier haben wir dann noch die Tücher und Schals. Genau. Hier auch noch mal das. Und ein Spiegel, ganz Spiegel. Wichtig. Ja, das ist noch ein sehr altes Stück. Wie alt? Oh, bald über 100 Jahre. Das ist nicht schlecht. Und was wolltest du uns noch zeigen? Ja, und hier haben wir dann auch einen Zeitbald. Das heißt, wenn die schön beleuchtet ist, oh, wird schön. Die Ware auch ein bisschen besser. Ja. Ja, und was dann noch dazu kommt, ist dieses Glasregal, was ihr auch welches? Eben gesehen habt. Zeigen. Noch dazu? Also dieses Stück Glasregal, also das eine, mhm. Tisch kommt dann anschließend auch nochmal drüben. Was ich auch total cool finde. Hier habt ihr einen riesigen Spiegel. Ja, da könnt ihr schon ausdrücken. Also, das ist ja bald schon Catwalk-Spiegel, ne? Ja, der ist super. Ja. Ja, und der Boden ist ja auch neu gemacht worden. Wie ihr jetzt in den Spiegel seht, mit Walli und dem Regal. Es geht alles ein bisschen frischer, heller, gemütlicher, freundlicher, würde ich jetzt sagen. Meine Kunden fühlen sich aber auch wohl. Die sagen sogar schon selber, wenn sie hier reinkommen, meine Güte, boah, hier fühlt man sich wohl, hier ist so frisch, gemütlich und man kann hier gut einkaufen. Ja, also man fühlt sich einfach unter dem Boden jetzt. Ne? So macht das Spaß, oder? Ja, da fühlen sich alle wohl. Und wer mal sich ausruhen will oder von den Männern, die setzen sich da meistens vorne hin auf die Couch und lesen sich eine Zeitung, ein bisschen knabbern, Cola dabei, sind die absolut zufrieden. Ja, oder die Kinder, ne? Kriegen Saft oder so. Da, ne? So ja. Ja, sind auch Hefte da, Kinderbücher, so ja. Sie sich dann auch. Apfelschorle sehe ich, hast du für die Kinder. Ja, es kommt, wie gesagt, kommt ja noch dazu. Ja. Und Gebäck da für die Kinder. Also das ist normalerweise auch rund und. Da kann die Frau richtig schön shoppen und die Familie ist beschäftigt. Ja, das ist gut. Also, ich denke mal, so soll es auch sein. Eine gemütliche Familienboutique. Ja, wie jeder, ne? Wie jeder man ist da.
Ja, die Decke haben sie auch weg. Die haben ja damals eigentlich so eine Decke gewesen. Stimmt. Ja, und die ist jetzt auch weggemacht worden. Und das hat den ganzen Laden jetzt eine viel freundliche Atmosphäre gegeben. Ja. Dadurch ist es auch heller geworden. Die haben eine zweite graue Decke. Stimmt, aber was macht denn das Hobbit da hinten? Das Hobbit, ich denke einfach mal, ich kenne sie relaxt. Siehst du, sie macht das so wie meine Kundin, sie fühlt sich rund und wohl. Hobbit. Hobbit kriegt jetzt noch ein Gläschen Sekt noch dabei oder ein Gläschen Cola. Dann ist sie automatisch. Ich bin auch schon so glücklich. Ist auch schon so. Ja, wie gesagt. Ja, die auch ganz toll fand, was schon länger gemacht hatte. Oh, das ist schön, das habe ich noch gar nicht gesehen. Frau Funken, die ist auch schon Klimtlauer, nennt sich das hier in Ulweide, das ist ein wunderschöner Blumenladen. Ja. Die hat mir dieses Gesteck gemacht. Sehr toll. Schön. Und hat gesagt, meine Güte, tu das mal so drunter, das gibt auch dem Tisch eine bessere Atmosphäre. Ja, sieht nicht so langweilig aus. Ja, sehr schön. Ja. Und Weihnachten, da kannst du ja auch, wenn Weihnachten ist oder so, immer mal wieder was anderes immer drunter machen. Ne? Man kann immer einen Kranz drunter genau. Tun, also Weihnachtskranz. Mhm. So. So, ja, denke einfach mal, wir sind jetzt durch. Okay. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Fragen sind beantwortet worden. Ja, und wenn ich gefragt habe, fragt. Genau. Also ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag auch mal schön, bis demnächst. Ja, und abonniert uns. Genau. Ja, abonnieren, das ist ja, ne? Ja. Das und Daumen hoch, wie du schon gesagt hast. Einmal Daumen hoch und abonnieren. Und teilen, teilen, teilen. Ja, das auch, ne? So, und wie ich schon sagte, abonnieren nicht vergessen. Teilen, teilen, teilen. Für euch sind es 2 Minuten. Für uns ist es wirklich, wirklich wichtig. Auch ein Daumen hoch ist wichtig. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und uns weiterhilft. Damit wir noch ganz, ganz viele Videos machen können. Bis dann.